Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, ja, ihr seht es, gibt es ein Unboxing. Die Pakete sind schon auf, weil ich sie so hochgetragen habe. Aber ja, vorweg, dieses ist von BR Feuerwerk. Und zwar, diese wurde mir gesponsert. Und ja, dann schnacken wir nicht lange, dann gucken wir uns auf jeden Fall mal an, was ich alles so mitgenommen habe. Und ja, machen wir das erste Paket auf. So. Was haben wir hier? Fire Event 1960er Retro Collection. So. Honeybatcher Funke. Zweimal World of Thunder. Bei einigen Artikeln handelt es sich um Ersatzartikel, weil zwei, drei Artikel gab es nicht, die ich gerne mitnehmen wollte, und deswegen habe ich mir Ersatzartikel reingetan. Und ja, hier haben wir einmal, wie ihr seht, die D-Böller von Leslie, genau, einfach zum Warmschießen ab 18 Uhr, beste Lösung. Jo. So, hier haben wir so ein Knallsortiment, sehe ich auch zum ersten Mal, Knallpack. Export oder Export Feuerwerk sehe ich wirklich zum ersten Mal, und da wird auf jeden Fall ein Einzeltest auch kommen. Backlabel sieht man nicht, ob die es haben, aber ich glaube, die haben keinen Backlabel. Aber von welcher Firma ist das überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Weco Feuerwerk, okay. Weco Feuerwerk, aber ich glaube, dass die wurden extra hergestellt für Holland. Und ja, nicht schlecht. So, einmal den A-Böller Schinken von Funke. Das habe ich mitgenommen, weil ich dreimal die B-Böller von Katar nicht bekommen habe. Ja, der Preis ist dann identisch. Da könnte ich mir das auf jeden Fall anpacken. Genau. So, hier haben wir nochmal die Hardcore-Fan von Nordlicht. Diese wurde mit Funke zusammen gemacht, beziehungsweise das ist eine Kooperation mit Funke, und bleibt erstmal drinnen, nehmen wir nicht raus. Und ja, genau. Hier haben wir mal den Crackling Beam von Pyroland. Ja, sehen wir noch hier. Katan, D-Böller Schinken, die leider nicht so prächtig war, aber trotzdem schnipseln sie und vor allem alle gut. So, Titan-Funkenschlag. Titan-Schlag-Funke meine ich. Habe ich noch nie probiert. Werde ich dies auf jeden Fall machen. Silberfontänen von Funke. Genau. Zweimal den roten Corsair. Auch sehr gut zum Warmschießen. Sehr nice. So, was haben wir dann noch hier so? Genau. Sicking und Cobra habe ich auch mitgenommen. Und das gleiche habe ich auf jeden Fall noch hier in mit Reib genommen. Mit Reibkopf, genau. So. Fire Event Donnerschlag. Drei Stück habe ich schon getestet auf meinem Kanal. Wollte ich trotzdem mal mitnehmen. Genau. Ein B-Böller, ein Einzelpack. Ja. Und genau, die Ladycracker 700. Die wollte ich echt gerne haben, und ich habe sie jetzt bekommen vom BR. Bin mal gespannt. So Oldschool-Feeling auf jeden Fall. Ladycracker 700 von Nico. Kennt man ja gut. Stichwort Bopi. Beste Label. So. Detonation von Pyroland. Auch sehr nice. Dann habe ich noch mir noch so eine volle Dröhnung noch mit eingepackt. Genau. So. Diese haben wir jetzt. So, dann kommen wir zum nächsten. Oh, hier habe ich so ein, was weiß ich, Anzündlicht oder was das ist. So. Pfeilfrakete Kaliber A. Ich wollte eigentlich die anderen haben, aber die waren leider nicht da. Deshalb habe ich hier diese geholt. Genau. Bang and Scream. Das ist die Neuheit 2020 von Nico Europe. Die sollen extrem geil sein, und da bin ich extrem gespannt. Und da wird auf jeden Fall ein Einzeltest auf jeden Fall safe kommen.
Freut euch drauf. So, was haben wir noch hier? So, gucken wir mal. Genau, Backpacker. 14 große Raketen, alles Zerleger. Bei Nico brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ist ja klar. Hier haben wir einmal die Polarstern. Polarstern gab es, glaube ich, auch vom Pyro-Partner damals. Hatte ich sogar ein Video auf meinem Kanal. Die Gemini-Raketen von Funke. Ring Rockets von Nico. Habe ich auch schon getestet auf meinem Kanal. Wirklich geile Raketen. Wirklich top. Und hier haben wir einmal von Geisha die Sirius Rockets mit Zerleger. Bin ich mir sicher. Und hier haben wir nochmal einmal die Rubro. Ich glaube, das war Rubro Feuerwerk, glaube ich, oder? Richtig. Ubro Feuerwerk, genau. Ja, genau. Plutar, was steht da? BTF, Digga. Ah, Plutonium Rockets. Ah ja. Nice. So, und dann haben wir noch die Rush von Nico Feuerwerk, Familiensortiment. Und ja, Leute, das war jetzt so meine Bestellung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen und sollte auf jeden Fall wenigstens ein bisschen Vorfreude geben. Und für alle, die dieses Jahr leider Probleme haben mit Feuerwerkschießen am Silvester, ich habe das leider nicht. Leider sage ich, ich habe das nicht. In Schleswig-Holstein darf man ja ballern. Und beziehungsweise in vier verschiedenen Orten darf ich nicht in Kiel ballern, aber sonst überall kannst du zünden, wie man will. Aber für die anderen tut mir echt leid, das ist echt öde gelaufen 2020. Ich fühle mit euch und das könnte, beziehungsweise das könnt ihr ich auch sein, könnt ihr auch mich treffen, aber ist nicht der Fall. Und ja, gönnt mir auf jeden Fall den Silvester und ja, ich hoffe, eine kleine Vorfreude hat es gemacht für euch. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß nochmal und kommt gut rein ins 2021, dass wir auf jeden Fall ein besseres Jahr haben als 2020. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Banger. Ciao.